ja jede Menge Möpse mitgebracht. Und jetzt guck mal bitte, wie brav die sind. Alle Klischees bedient mit dem Thema Mops direkt schon zu Beginn? Überhaupt nicht. Es gab nur Möpse, einen Dackel und einen Spitz. Und, das und der Dackel ist kaputt gegangen auf dem Weg hierher. Oh nein. Deswegen sind es jetzt 3 Möpse und ein Spitz. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Ich will nur spielen. Ja, ich finde, du nimmst es gar nicht so schlimm. Oh, ich will nicht nur spielen. Nee. So, ich will auch spielen. Ziehst du das an jetzt? Oder? Jetzt kann ich doch nicht. Guck mal, ich habe gebügelt. Komm, das ist für die Quote. Wir kriegen ja heute noch einen Modedesigner zu Besuch. Weißt du, wie der sich über das Shirt freut? Nee, glaub ich. Ich habe extra mich beraten lassen heute, wie man das alles kombiniert. Darf ich das hinlegen und mich anziehen? Auf jeden Fall. Kannst dich drauf regeln. Was trinkst du? Was trinkst du denn? Ich würde jetzt ein Bier trinken. Nehme ich auch. Oh, das ist ja toll. 2 Bier, Frau Müller. Eine Frau wie ich, was braucht die für einen Hund? Wozu willst du denn? Du willst wahrscheinlich Jungs abschleppen damit, oder? Ich? Überhaupt nicht. Ich möchte meine Liebe weggeben. Deine Liebe weitergeben? Ich habe so viel Liebe in mir. Soll ich das? Ach, dein Ding raus. Wollen wir es wieder reinstopfen? Damit meint sie den Ton mit dem Ding raus. Falls wir das mal geklärt haben. Ich habe so viel Liebe in mir und nur das möchte ich. Ah, okay. Dann musst du wirklich einen Hund nehmen, der da auch Lust drauf hat. Dann darfst du keinen Arbeitshund nehmen. Wer ist denn Arbeitshund? Na gut, es gibt Border Collies, die wollen rund um die Uhr Gas geben. Oh Gott. Viele Jagdhundrassen, aber ja, Mops ist schon dann nicht so schlecht, wenn du schon. Aber Möpse schnarchen so, danke. Möpse schnarchen? Doch, die schnarchen, die grunzen die ganze Nacht so. Ja, das stimmt. Und dann müssen die an der Nase operiert werden. Und ich kann ja schon keinen Mann im Raum haben, der atmet. Und dann hast du dann Mops. Aber das stimmt, wirklich, der Mops, der schnarcht lauter als 90 Kilo schwerer betrunkener Mann. Siehst du, deswegen müssen wir uns unterhalten. Prost, Jungs, Prost, liebes Publikum. Ich habe mir so ganz viele Stichworte, alles, was mir in den letzten Monaten zum Thema Hund eingefallen ist, was ich gerne wissen möchte. Warum gibt es Hunde, die ständig am Bein rumrammeln und Hunde, die das nicht tun? Und wenn ich mir vorstelle, ich hole mir einen Hund und dann rammelt der die ganze Zeit, das ist ja so peinlich. Ja. Das ist ja wie wenn man mit den Eltern früher einen Film geguckt hat, da wurde geknutscht und keiner wusste mehr, wo er hingucken soll. Bloß jetzt keiner was sagen. So ist es auch, wenn so ein fremder Hund dir ans fremde Bein rammelt. Also wenn ein Hund an einem Menschen rammelt, ist er sexuell gestört. Punkt. Oh. Ehrlich? Ja, weil der ist dann total oversexed. Ja? Das bedeutet, der eigentlich gehört zu dem Reizreaktionsmuster Sexualität bei Hunden ja Geruch, Bewegung, Vorspiel, all diese Dinge. Beim Hund? Und im Idealfall, oh ja, Hunde sind sehr zärtlich bei Sexualität. Hunde treffen sich doch, riechen sich am Popoloch und dann geht's doch los. Nein, genau eben nicht. Ich manchmal denke, och, praktisch. Könnte doch alles so einfach sein. Naja, aber die Evolution, was hat sie sich dabei gedacht? Nee, aber ernsthaft, also genau so läuft's ja eben nicht. Hunde sehen sich nicht, rammeln direkt los, Feuer frei, sondern eigentlich ist das ein sehr ernsthaft zärtlicher Prozess. Und wenn ein Hund jetzt, ich habe wirklich Hunde im Training, hör mal, die rammeln an der Couch, an Omas Couchkissen, ja, an der Oma, an allem. An allem. Und, ich habe also auch Hunde, die zum Beispiel Welpen rammeln. Völlig gestört, also, die rammeln am Welpen. Ist es denen doch egal, was sie rammeln? Nein. Ach so, diese Hunde sind schon mit, was sie rammeln. Ja, guck mal, ein Hund kann unterscheiden, ist das ein Männchen oder ein Weibchen. Der kann unterscheiden, geschlechtsreif ja oder nein. Kann entscheiden, ist zu alt oder nicht, ist zu jung oder nicht. Das geht alles. Ist übrigens auch ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Gibt es denn dieses Phänomen bei Hunden auch, dass ältere Hunde sich von ihren alten Frauen trennen und sich sehr junge Hündinnen nehmen? Ich glaube nicht. Hast du das noch nicht festgestellt? Es gibt keine wirklich stringenten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Nee, aber du glaubst ja, dass ein Hund merkt, ob er auf einer jungen Hündin sitzt oder auf einer alten. Ja, klar. Woran? Am Geruch. Ach. Dann sind wir wieder beim Thema. Aber schau mal, weißt du, warum das wahrscheinlich nicht funktioniert? Weil die junge Hündin sagen würde, der alte Sack ist biologisch nicht mehr funktional. Siehst du? Und bei Menschen ist das ja anders. Da kann der alte Sack biologisch sehr funktional sein. Ja, da muss nur das Portemonnaie hinten noch in der Hose drin sitzen, dass man beim Sex zählen kann. Also der Hund dann. Genau, und ein ganz alter Rüde, der kann ja die wichtigen Ressourcen nicht mehr anschleppen. Der ist nicht mehr so fit. Ja, also hat ein mittelalter Rüde hat die besten Chancen. So ein 5-Jähriger. 40-Jähriger Mann ungefähr. Oh Gott, oh Gott. Gibt's Montagshunde? So Hunde, wo du merkst, also bei Autos merkt man ja mal, gibt's so Montagautos, also die irgendwie... Funktioniert nicht. Irgendwas war doof an dem Tag, ne? Also Tag nach Wochenende. Gibt's auch solche Hunde? Ja, im Sinne von Krankheiten oder im Sinne von eine Schraube locker? Doof.
doof. Oh ja. Und immer ein bisschen anfällig und laufen immer im Kreis und versuchen, sich in den Schwanz zu beißen. Das sind so Montagshunde, oder? Nee. Also du hast aber schon recht. Natürlich gibt es Hunde, die sind unterschiedlich intelligent. Also ich habe zum Beispiel, als ich Mina ausgesucht habe, habe ich etwa 400 Hunde getestet und habe mir die Hunde gesucht, die im untersten Drittel bei Intelligenz sind, weil ich wollte einen dummen Hund haben. Ich habe das Markus Lanz auch geraten übrigens, das fand er aber nicht lustig. Dass du dem dummen Hund zutraust überhaupt. Ja, ne? Dass er unbedingt einen dummen Hund braucht. Ja, das stimmt natürlich. Ich hätte jetzt allerdings gedacht, dass du einen Hund haben wollen würdest, der ganz klug ist. Überhaupt nicht, weil die paar Sachen, die ich einem Hund beibringe, also ein Hund, der bei mir lebt, der braucht so 80 bis 100 Kommandos und das kannst du jedem noch so doofen Hund beibringen. Nee. Nur wenn der Hund intelligent ist, ist der sehr häufig auch mit einer gewissen Sensibilität ausgestattet. Mhm. Und mein Leben ist jeden Tag in einer anderen Stadt sein, Hotel schlafen, Bühne, Studio, dann wieder auf eine Wiese gehen. Und das kannst du einem intelligent sensiblen Hund gar nicht zumuten. Und je intelligenter ein Hund ist, je mehr Potenzial auf Probleme hat er auch. Ach. Ja. Ich sag dir ein Beispiel. Die Mina hat bei uns immer den Komposthaufen leer gefressen. Ne? Und dann war das Gartentor so und die konnte hier mit der Nase das aufschieben. Ja. Dann bin ich hingegangen, hab das Gartentor umgekehrt eingebaut. Dann hat sie da mit der Nase gestoßen. Und jetzt ein intelligenter Hund geht auf die andere Seite und sagt, ach, mal gucken, ob es da geht. Ja. Die stupst zweimal davor und sagt, oh, ist zu. Und geht weg. Und bleibt einfach für immer da sitzen. Ich bin ja mit dressierten und abgerichteten Jagdhunden natürlich, mit deutschen Drahthaarhunden groß geworden, weil mein Papa Jäger war. Der durfte immer auf der Bank in der Ecke sitzen und saß immer so da. Und wenn wir sagten, oh, Castor hat heute wieder, ja. Also du konntest immer sehen, dass man über ihn sprach. Und wenn er was Schlimmes gemacht hat, dann schämte der sich auch immer und guckte, saß immer dann so. Und dann habe ich gedacht, der ist sehr klug, glaube ich. Nee, ist er nicht. Doof. Hatten wir einen doofen, verfressenen Jagdhund? Nee, der erkennt mehr deine Körpersprache. Hunde reagieren nicht so auf das, was du redest, sondern wie du drauf bist. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die auch behauptet hat, der Hund hätte ein schlechtes Gewissen. Ja. Und der Hund würde alles irgendwie verstehen. Und hat zum Beispiel gesagt, der Hund würde sich immer freuen, wenn sie sagt, oh, sollen wir spazieren gehen und, ich zitiere wörtlich, den Papa auf der Arbeit besuchen gehen. Ja. Und dann war der Hund wie Jack. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich erkläre dir jetzt, dass der Hund nur auf deine Körpersprache reagiert. Du machst mir alles kaputt. Und habe gesagt, pass auf, in dem gleichen Tonfall sagst du jetzt mal dem Hund, oh, sollen wir zum Tierarzt fahren, zum Einschläfern? Und der, und, also einfach, nein. Nein, das war eine Art wissenschaftliche Studie. Ich wollte also nur erklären, dass der Hund auf den Körper reagiert und nicht auf das Gebrabbel. Ich habe uns die geholt. Das ist ja Penishaut, ne? Ja. Und ist das Kaviar für den Hund? Nein, das ist ja ein gedrehter Ochsenziemer wahrscheinlich. Genau. Und alle sagen, oh, die stinken, stinken. Ich finde, es geht so, stinken geht nee, so. Nee, die sind auch schlecht bearbeitet. Die sind viel zu lange behandelt. Also Ochsenziemer muss man nicht so lange behandeln. Dann riecht er auch noch sehr intensiv für den Hund. Nee, das ist für die einfach ein, so wie für uns ein Knabbersnack. So. Aber wie kommt denn der Mensch jetzt drauf, dass der arme Hund so ein Penishaut gedrechselt essen muss? Findet der das wirklich super? Das findet er total lecker. Ich meine, der Hund ist und bleibt ein Fleischfresser und der würde im Grunde das ganze Tier auffressen, wenn ihm danach wäre. Ja, und der kam immer mit riesigen Kuhfüßen nach Hause. Ja, so hat er schon mal zwischendurch. Ja, der ist schon mal zum Schlachter gelaufen und hat alles geholt. Wenn so ein Hund stirbt nach 16 Jahren, davor habe ich auch so Angst. Jetzt stell dir vor, ich hole mir einen Hund, bin alleinstehend. Lauf dann vorher jetzt Jahre mit meinem Teddy in meinem Arm und sagt dann, ach, man kann sich doch mal was Lebendiges holen. Dann habe ich nur und dann stirbt er nach 12. 16 ist ja schon optimistisch, oder? Oh, 12 ist doch ist schon. So wie ich den füttern würde, wäre der 12. Weil er zu viel oder zu wenig kriegt? Okay. Stopfen. Alles, was ich esse, müsste er mitessen. Okay. Dann wäre der 12 und dann stirbt er. Ist das nicht eine viel größere Qual? Also ich kann dir mal sagen, ich finde ernsthaft, dass die Natur da einen Riesenfehler gemacht hat, weil es ist so ätzend und so dramatisch. Das kann sich jemand, der keinen Hund hat, auch nicht nachempfinden. Doch, ich kann mir das vorstellen. Dass das aber es ist schon ein heftiges Loch. Du bist ein Familienmitglied nach 16 Jahren. Und gerade deine Mina hat dich ja auch ständig begleitet. Immer. Und es war, also bei uns waren alle out of order, selbst alle Mitarbeiter in der Firma, waren echt angezählt. Und es hat wirklich Wochen gedauert, bis sich auch jemand getraut hat, mich darauf anzusprechen. Hast du die ausgestopft? Ich würde die ja ausstopfen dann. Ich kann die nicht ausstopfen, das bringe ich nicht übers Herz. Echt? Nee, das finde ich grausam. Aber ist das nicht viel toller, als sie zu verbrennen oder einzubuddeln? Weißt du, was ich gemacht habe? Diamant pressen lassen. Hätte ich auch gemacht, aber Hund ist ein kleiner Diamant, ne? Sau teuer. Wo ist der jetzt? Auf deinem? Bei mir auf dem Schreibtisch. Komm, jetzt applaudieren wir mal. Das ist schön. Die wollen ja jetzt alle ihre Familienmitglieder einäschern und Diamanten rausmachen. Kannst du auch, ist, ne? Ich wollte mir meinen Mann suchen, der ganz dick und groß ist, um einen ganz großen Diamanten, wenn der tot ist. Und der würde ja natürlich vor mir sterben. Und jetzt habe ich einen, der ist so groß wie ich und noch dünner als ich. Ist das nicht lustig? Aber vielleicht hat der so gedacht.
gut. Ich wollte es so nicht. Und wenn ich einen Hund zu Hause hätte, ne, und ich habe eine große Wohnung, würde sich ganz doll freuen, dass ich nach Hause komme. Dürfte ich dem dann, wenn er mit dem Schwanz wedelt, einen Freudel dranhängen? Damit er direkt... Kannst du auf jeden Fall... Und ich habe auf einer Internetplattform habe ich Schürchen für Hunde gesehen, die so wie so ein Vileda-Mob sind und der läuft dann wirklich so mit dem Hund aus. Das ist auch großartig. Putzschuhe sind doch toll. Ja. Das finde ich auch gut. Feudel und Schuhe. Ja, geht schon. Und dann den ganzen Tag laufen lassen. Genau. Das ist toll. Glaubst du, dass Hunde, wenn die einem Pärchen beim Sex zugucken, dass Hunde das erkennen, was das Pärchen, wenn das so nackt auf sich schwitzend rumrammelt? Definitiv. Das sehen die? Da wissen die genau, was da los ist. Ey, das will man ja nicht. Ich hab auch übrigens viele Hunde im Training, die dann eingreifen. Die dann also mit reinspringen und so, die dann bellen. Mitspielen wollen. Ach so, die wollen ja nicht mitspielen, sondern die wissen ja, was da abgeht. Die wollen jetzt nicht, dass die beiden Sex haben. Genau, weil das ist ein ziemliches Privileg im Rudel, das höchste Privileg überhaupt. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der Hund glaubt, so richtig erzogen bin ich nicht, die beiden haben mir eh nichts zu sagen, dann dürfen die natürlich auch nicht rumrammeln. Das gehört ja auch nicht dazu. Ach, ich weiß nicht, ich könnte das auch nicht. Ich würde dem die Augen verbinden oder den rausschicken. Das kannst du ja. Das kannst du ja. Du kannst den Hund ja auch in dem Moment mal rausschicken. Das ist ja kein Drama. Hast du eigentlich Groupies? Im Sinne von, die sind auf der Tour dabei? Ja, also ich will einen Hund mit dir oder so. Ja. Hund von dir. Also, also tatsächlich ist es so, dass es einen Fanclub gibt und die verarschen mich immer. Auch und damit dann? Total geil. Und die kommen immer, wo die hinkommen, halten immer Plakate hoch, Martin, ich will ein Welpen von dir und so. Und machen sich eher darüber lustig, weil ich durch diese Öffentlichkeit und durch diese Fernsehgeschichte, mein Leben hat sich nicht gravierend verändert. Und ich finde das immer noch befremdlich, wenn Leute mal ein Foto machen wollen. Ich habe aber jetzt keine Groupies. Also zu mir kommen jetzt nicht junge Frauen, schmeißen mir einen Schlüpper an den Kopf, juhu, ich liebe dich. Ist noch nie ein Schlüpper da. Nee, weißt du, bei mir kommen die Leute immer, ich weiß, es ist bestimmt gerade schlecht, ja. Aber ich habe mal eine kurze Frage. Ich will auch nicht, dass ihr Essen kalt wird. So. Das ist natürlich eine Frage. Das habe ich im Urlaub in der Sauna erlebt. Oh. Tipp mir eine Frau auf, ich weiß, es ist gerade schlecht, aber ich hätte mal eine kurze Frage. Und dann sagst du ja, sie haben recht, es ist total schlecht, aber die Frage kommt natürlich trotzdem. Ja, das sagen die dann trotzdem. Ja. Du hattest ja auch eine Vasektomie. Eine, wie sagt man das? Kastration sagt man nicht. Im Prinzip. Sterilisation. Ja, wenn man als Mann betroffen ist, ist das schon eine Art Kastration. Ich finde, dass die Sterilisation sehr gut anhört. Und da hat ja selbst der Doktor noch, als du kurz bevor du in die Narkose kamst, noch gesagt, ich weiß, es ist gerade schlecht, aber wir haben einen deutschen Drahthahn. Pass mal auf. Du kannst dir das einfach nicht vorstellen. Das ist so eine Tagesklinik. Und dann kommst du morgens da rein, das Wartezimmer ist rappelvoll. Und dann denkst du schon, oh, bitte jetzt nicht, ne? Kappe ins Gesicht und ganz leise zur Rezeption und so. Ne? Und dann so, ja, guten Tag, und ich habe hier einen Termin. Die Frau böllt los. Ursula, komm schnell, der Hundemann ist da. Ist das schlimm? Und da kommt so eine Ursula um die Ecke. Ja, ja. Herr Rütter, gibt's da überhaupt nicht. Ich gucke jede Sendung von Ihnen, was kann ich für Sie tun? Ja. Und dann stehst du da und sagst, ey, Ursula, ganz ehrlich, mit dir möchte ich nicht darüber reden. Ne? Und sag, ja, so ganz, ganz leise, ja, Vorgespräch, Vasektomie. Ach, Vasektomie! Wirkt die einmal quer durch die Klinik. Der Doktor, die Vaso ist da! Weißt du, so, und dann der Hammer ist, dann habe ich diesen Termin gemacht und komm in diesem, du hast ja so dieses komische OP-Hemd an. Ja. Und ich stand in so einem Vorraum und hatte dieses OP-Hemd an, ne? Mhm. Und merke auf einmal, dass hinten offen. Ja. Das kann dir ja kein Schwein erklären, warum ist ein OP-Hemd hinten offen. Ne? Ich glaube. Pass auf, steh vor dem Spiegel, denk, was ist das? Und dann hatte ich eine super Idee, hab gedacht, das ist falsch rum an. Ja. Weil die wollten ja vorne schneiden, nicht hinten. Ja. Also das Ding andersrum an, stehen im Vorraum und das ist ja schon befremdlich. Dass du nachher ohne Arschbacken wieder aufwachst. Nee. Also das wäre auch scheiße. Gibt ja heute alles. Vor allen Dingen, ich komme aus dem Raum Köln. Da musst du sowieso ein bisschen aufpassen. Und jetzt, Frau Müller, kann ich noch ein Bier haben? Und jetzt ich nehme zwei Bier. Und jetzt kommst du also mit diesem Exhibitionisten-Bolunder da in den OP-Saal rein. Und dann steht diese Ursula da und guckt dir nicht in die Augen, sondern sagt, oh, dass wir uns mal sehen. Ne? Hä? Das ist doch nicht lustig. Und du liegst auf dem OP-Tisch und willst nur sterben. Und 60 Minuten Operation, ne? Unterhalten sich Ursula und der Arzt über ihre Hunde und bombardieren mich mit Fragen. Und ich sag hundertmal, bitte hört auf. Kannst du denn nicht sagen, bitte hört auf, und hören die dann nicht auch? Nein, dann hören die nicht auf. Der Arzt sagt zu mir, Herr Rütter, im Fernsehen finde ich es aber viel entspannter. Dann sag ich, hör mal, Junge, das ist doch nicht lustig hier. Da sagt er, ja, das ist aber ein Routineeingriff. Ja, für dich, für mich nicht. Das ist dem aber scheißegal. Der will mir seine Hundegeschichte erzählen. Ich muss noch eins mit dir besprechen. Du würdest so gerne was mit mir singen. Und da haben wir hin und her. Komm, Moment mal. Wir machen jetzt was ganz Schönes. Erlauf.
der Deal. Ich verspreche dir, du musst nicht singen, aber du machst den Gag mit. Okay. Geht das? Ich singe. Und ich habe mir ein Lied rausgesucht, das heißt How Much Is That Doggy in the Window? Das kenne ich. Das kennst du. Das kenne ich. Und ich würde jetzt immer, wenn ich singe, dann kommt ja immer How Much Is That Doggy in the Window? Wuff, wuff. So, und dann haben wir aber, ich gedacht, das ist für einen Ritter. Kenne dieses Lied. Ist das zu leicht? Oh, wir machen Folgendes. Wir machen Tafeln und du versuchst immer das Wuff, Wuff, was immer kommt. Sehr geil. Je nachdem, welcher Hund da steht, den musst du dann machen. Das krieg ich hin. Ich komme hier hochgeklettert. Das ist toll. Kommst du da so oder willst du es so machen wie ich? Ah, ich bin ja von hinten rauf. Von hinten rauf. Immer wieder beim Thema Hund. Ich freue mich sehr auf das Lied. Soll ich denn überhaupt drücken immer? Weil ich würde immer, wenn du Wow Wow machst, weil es kommt auch zweimal nicht und so. Oder soll ich dein Knie nehmen und so machen? Und immer, wenn das kommt, musst du Wow machen. Was für eine plumpe Masche von dir. Ist es plump? Ich könnte auch die Nase nehmen. Komm, du willst es doch auch. Ich kann auch so machen. Nein, du kannst mich hier ruhig ein bisschen begrabbeln. Ich freue mich sehr, dass du das so mitmachst. Da sind die Schildchen. Band, wollen wir anfangen? Du fasst mich an, oder? Ja, da. Mhm. Mit Akkordeon, aber extra für dich. How much is that doggy in the window? Woof, woof. The dog with the waggly tail. Woof, woof. How much is that doggy in the window? Woof, woof. I hope that that dog is for sale. I must take a trip to California. Wuff, wuff. Jetzt mach ich mal gleich, ne? Ja. And leave my poor sweetheart alone. Hoo, hoo. And da, 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 warn ya. Wuff, wuff. And the dog will be have a good home. How much is that doggy in the window? Der Bernardiner pennt immer. Ist das so? The dog with the waggly tail. Wuff, wuff, wuff. Da freut sich der Schlagzeuger. Hey, ist man Musiker oder einer nicht? Der dreimal bellt. Ja, der Spitz bellt immer dreimal. Der kennt zweimal. How much is that doggy in the window? Wuff, wuff. Oh, echt? I hope that that dog is for sale.